Schönen guten Morgen. Die Sanität pinkt ein bisschen. Und die vielgepriesene Vorzeigesanität in Südtirol hat jetzt in der Pandemiezeit schon gezeigt, dass es irgendwelche Schwachstellen halt trotzdem gibt. In Meran, ich arbeite jetzt seit fast 35 Jahren in diesem Krankenhaus, zuerst im Alten, jetzt natürlich im Neuen. Wir haben eine schöne Struktur, aber es wären einige, mehrere Verbesserungsvorschläge anzubringen. Man könnte einmal anfangen mit der Patienten- und Angestellten-Sicherheit. Es sollte durchgehend ein Wachdienst in der Ersten Hilfe stationiert sein. Es hat sich ja gezeigt, welche Vorfälle vorgekommen sind. Wenn die Staatspolizei es nicht schafft, aus personellen Gründen diesen Dienst zu leisten, könnte man sich ja überlegen, auf Gemeindeebene die Ortspolizei einzubinden. Wäre ein Vorschlag. Ein nächstes Thema wäre eine bessere Behandlung des Sanitätspersonals. Auf der einen Seite gibt es in der Ersten Hilfe ein schönes Plakat, wo darauf zu lesen steht, Respekt vor dem Gesundheitspersonal. Auf der anderen Seite fehlt es aber an Aufenthaltsräumen für Personal. Es fehlt an einem schönen Garten, der im Vergleich zum Krankenhaus Schlanders eine Art Steppe mit ein paar Bänken ist. Ich glaube, dass dort schon etwas zu machen wäre. Ein weiterer Schwachpunkt meiner Meinung nach ist im Moment das zentrale Vormerksystem, wobei im Krankenhaus doch ein Schalter für ältere Menschen, die sich mit den neuen Medien nicht so ganz auskennen, zur Verfügung gestellt werden sollte. Ein anderes Thema wären Patiententransporte, weil mir immer wieder auffällt, wie ältere Menschen auf der Liege oder im Rollstuhl 1 bis 2 Stunden warten müssen, bis sie wieder vom Weißen Kreuz abgeholt werden und nach Hause gebracht. Da könnte man sich schon überlegen, ob man nicht mit Behindertentransportgesellschaft oder auch mit Taxis ein Abkommen auch nur für Meran finden könnte, dass Patienten einfach zu gleichem Preis, eventuell vielleicht sogar billiger, wieder transportiert werden könnten. Die Erste Hilfe ist und bleibt ein Thema. Jetzt der Ausbau der Ersten Hilfe hat ja begonnen. Wie lange es dauert, ist fraglich. Wobei man schon auch die Bevölkerung jetzt ein bisschen aufrütteln sollte und ihnen klar machen müsste, dass die Erste Hilfe kein Selbstbedienungsladen ist, wie es zurzeit erscheint. Und das System der Gemeindeärzte zu überdenken wäre, indem man viel mehr Gemeinschaftspraxen auch auf Gemeindeebene bauen und zur Verfügung stellen sollte, damit Ärzte zu 4, zu 5 dort arbeiten könnten und eventuell auch einen Dienst von 8 bis 20 Uhr garantieren könnten. Ein anderes Thema, wo natürlich die Gemeinde keinen großen Einfluss haben wird, ist der Wechsel der Bezirksdirektoren zwischen Krankenhaus Boz und Krankenhaus Meran, der, wenn überhaupt sinnvoll, im Moment sicher nicht zielführend sein wird. Insgesamt muss man schon sagen, dass natürlich einige dieser Dinge nicht auf Gemeindeebene allein zu schultern sind, aber vielleicht könnte auch die Gemeinde vermehrt in der Landesregierung bzw. im Sanitätsassessorat vorstellig werden und ihre Forderungen stellen. Ich jedenfalls bin seit
war fast 30 Jahren jetzt auch tätig in einer Ärztegewerkschaft, die derzeit die stärkste im Lande ist, werde irgendwann demnächst in Pension gehen und möchte mich immer bezogen auf Sanität dann versuchen, eventuell politisch auch einzubringen. Vielen Dank und einen schönen Samstag.